Ich glaube, dass das über digitale Medien man unglaublich viele Leute erreichen kann. Die Frage ist aber auch immer, hat man die Gefahren im Kopf, weil natürlich nicht jeder über dasselbe Medium zu erreichen ist und vor allem Jugendliche, die man eigentlich erreichen sollte, auch nicht unbedingt über die digitalen Medien zu bekommen sind. Ich wünsche mir, dass es die Chance bietet, junge Menschen anzusprechen, die sich sonst nicht beteiligen würden, sei es politisch oder auch in einem außerpolitischen Zusammenhang. Barrieren abzubauen, die bestimmte Netzwerke mit sich bringen, wie zum Beispiel Parteien und einfach auch geografische Räume kleiner zu machen. Reine digitale Jugendbeteiligung, denke ich, ist nicht möglich, sondern es muss immer irgendwie ein Mix da sein. Also so Blended Learning, Virial nenne ich das auch immer ganz gerne. Die Chancen ist, hier wirklich nochmal eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen und nicht nur einzelne Personen. Könnte es sein. Die Hoffnung liegt da. Digitale Jugendbeteiligung bietet einen anderen Zugang und hält nochmal andere Methoden vor als Offline-Beteiligung. Das heißt, ich habe die Chance, andere Jugendliche vielleicht zu erreichen, vielleicht auch ein paar mehr Jugendliche, die ich offline nicht erreiche. Einfach erweitert es das den Methodenpool. Sehr viele, wenn sie richtig genutzt werden, ist meine Meinung. Denn das Problem ist so ein bisschen, was nicht Sinn und Zweck sein kann, die Übertragung von jetzigen Beteiligungsformaten ohne einen Relaunch auf die digitale Welt. Ich finde, diesen Übertrag sollte man nutzen, um die digitalen Möglichkeiten weiter auszubauen und eben mehr Partizipation dadurch zu ermöglichen. Ich glaube, total große Chancen. Und ich glaube, gerade wenn ich jetzt mal für unsere Organisation oder für meine Funktion spreche, ist das super, weil wir haben Jugendliche in ganz Deutschland und wir haben Jugendliche, die nicht sehr oft und nicht sehr viel zusammenkommen, und da ist digitale Partizipation super, weil das so ein Forum ist, wo sie sich austauschen können, ohne an einem Ort zu sein. Und ich glaube, allein das ist schon mal ein Riesenvorteil. Junge Menschen sind recht aufgeschlossen, was das Digitale angeht. Sicherlich könnte da auch noch mehr passieren, weil sie angeleitet werden, aber sie sind da recht neugierig, was diese Form der Kommunikation angeht. Das sind recht gute Voraussetzungen, denke ich, um sie für gesellschaftliche Prozesse mitzureißen und sie tatsächlich zu beteiligen. Und das kann durch digitale Medien einfacher und niedrigschwelliger passieren, wenn denn einzelne Prozesse auch so gemacht werden, dass sie für Jugendliche ansprechend sind. Ja, super viel, denn wo treiben sich Jugendliche rum? Was interessiert sie? Es ist Internet, sich zu vernetzen, übers Internet zu kommunizieren. Sie sind ja immer auch interessiert an weltweiter Beteiligung, halt auch gerade wenn man jetzt die politischen Lage sieht, die Kids interessieren sich. Es ist nicht so, dass sie uninteressiert sind.